Spannung steigt. Ja, schönen guten Abend. Ich grüße euch ganz herzlich und möchte euch ja zum ersten Webinar in diesem Jahr ganz herzlich begrüßen. 2024 steht vor der Tür. Wir haben schon eine Woche hinter uns. Ja, unser Webinar Trading für berufstätige und Vielbeschäftigte geht natürlich weiter. Und umso mehr freue ich mich, dass Franz-Georg Wenner von Feingold Research den Auftakt heute übernimmt und freue mich auf jeden Fall auf ein gemeinsames, schönes Webinar und auf die nächsten auch. Herzlich willkommen, Franz-Georg. Jo, schönen guten Tag, von meiner Seite. Frohes neues Jahr vor allen Dingen auch Gesundheit, das ist ganz, ganz wichtig, das Wichtigste. Und für den Rest und die Rendite an der Börse sind wir dann gleich zuständig und dann schauen wir mal, was wir da mitgebracht haben. Interessante Produkte, muss ich sagen, für beide Richtungen, für Trader und Investoren. Also da ist alles wieder dabei. Aber mehr zu da gleich dann. Ja, sehr schön. Ich hole schon mal den Schirm hier ganz kurz auf die Bildfläche. Ja, natürlich wünsche ich euch auch allen ein schönes, gesundes, erfolgreiches, fröhliches 2024. Die Zeit rast in der Tat und wir haben im Vorfeld ein bisschen gefachsimpelt, Franz-Georg. Hab dich gefragt, wie das Jahr so ein bisschen einschätzt. Und du hast gesagt, ja, ist natürlich immer schwer im Vorfeld zu sagen. Klar, keiner kennt die Glaskugel. Aber du gehst davon aus, dass das Jahr eher so ein bisschen langweiligeres Jahr wird mit Seitwärtstendenzen. Klar, mit gewissen Trading-Möglichkeiten, die gibt es immer, aber eher ein eher unspektakuläres Trading-Jahr oder Jahr an sich mit auch den Wahlen in den USA. Also ich bin da mal gespannt, was du mitgebracht hast. Und die Folien seht ihr auch, haben wir so ein bisschen angepasst, optisch aufgehübscht, mal ein bisschen, ja, ein anderes Look und Feel reingebracht, damit ihr nicht einschlaft und unsere Folien weiterhin gerne anschaut. Wir haben auch gar nicht so viel verändert in diesem Jahr, so an unseren Referenten. Das hatten wir ja auch letztes Jahr gesagt, dass wir sehr happy sind und hatten ja auch immer wieder mal die eine oder andere Umfrage gestartet, um euch abzuholen, zu schauen, ob wir da gut unterwegs sind. Der Sound funktioniert auch, Ton und Bild. Dankeschön, habe ich mal rüber geschaut. Ja, vielleicht noch ein Satz zu meiner Person für die Neulinge. Mein Name ist Markus Landau und ich bin bei der DZ Bank im Derivate-Team und übernehme die Moderation heute auch. Und was euch heute erwartet, zeige ich euch dann gleich. Deswegen springe ich einfach schon mal eine Folie weiter. Kleinen Moment. Ja, zum einen gibt es natürlich ein Jahresaus, nee, kein Jahresaus, sorry, ich bin ein bisschen versprungen eben. Also The Big Picture heute wieder mit Franz-Georg Wenner, Technik-Marktanalyse, strategische, taktische Einschätzung. Und da geht es natürlich immer um das Gesamtbild auch erstmal, dass du uns aufzeigst über die verschiedenen Asset-Klassen. Und ja, natürlich gibt es dann auch wieder den Rückblick. Das seht ihr jetzt hier auch auf der Folie. Du warst das letzte Mal bei uns am 4. Dezember zu Gast, 23. Und das Hauptthema ist, ja, das deckt natürlich sehr, sehr viel auch ab, aber das sind natürlich auch die spannenden Themen. DAX, Gold, Nasdaq 100, Euro, gibt es da Überraschungen 2024? Da sind wir sehr gespannt, was du mitgebracht hast. Und es gibt natürlich auch wieder die Aktie des Webinars. Ich habe schon mal ein bisschen gelunzt, verrate aber noch nichts, damit die Spannung hoch bleibt, was du mitgebracht hast. Und ja, bevor wir eben dann direkt einsteigen mit dir, lass nochmal die Kamera ruhig an, ich mache nochmal ein paar Folien weiter, gibt es die rechtlichen Hinweise. Die kennt ihr alle aus dem letzten Jahr, da hat sich auch nicht viel verändert. Die wichtigen, entscheidenden Punkte sind hier orange hinterlegt. Ja, das Webinar ist als Werbung zu verstehen, richtet sich an Interessenten mit Wohnsitz in Deutschland, kundige Selbstentscheider, die Erfahrung in Hebelprodukten, Anlage, Zertifikaten mitbringen. Ich schaue mal so ein bisschen nach links, weil bei mir der linke Schirm hier mit der Präsentation bestückt wird. Ja, auch die Produkthinweise, die wir hier besprechen, sind nur zur Demonstration zu sehen und ersetzen keinerlei Empfehlungen und Beratung. Und Hebelprodukte, heute auch wieder eins dabei, so viel kann ich schon sagen, oder Franz Georg hat eins dabei, haben natürlich erhebliche Risiken, die ihr im Blick behalten müsst. Welche das sind, seht ihr hier orange hinterlegt. Und ja, das soll es mit der Folie gewesen sein. Jetzt komme ich nochmal zu den zwei Umfragen, die ich vorbereitet habe, weil ich einfach mal abklopfen möchte. Ja, in welchem Basiswertspektrum ihr unterwegs seid. Deswegen fange ich ganz kurz mal an mit der Präsentation.
Und da geht es eben darum, welche Basis handelt ihr, handelst du mit Derivaten? Und da ist mir eigentlich wichtig, mal zu schauen, seid ihr mehr in US-Einzelaktien unterwegs oder deutschen DAX-Werten oder deutschen Nebenwerten? Diese Unterscheidung haben wir getroffen. Oder vielleicht auch in Rohstoffen. Und ich warte jetzt einfach mal ein bisschen ab, bis ihr hier weiter fortgeschritten seid. Aber wir haben jetzt schon einige Antworten. Deswegen kann ich es schließen. Kleinen Moment und teile dann den Bildschirm. Wir haben 28% US-Einzelaktien. Das Gros ist in deutschen DAX-Werten unterwegs. Hätte ich auch so erwartet, wobei ich vielleicht noch einen Tick mehr auf US-Einzelaktien getippt hätte. Deutsche Nebenwerte gar nicht und 14% Rohstoffe, was ich sehr schön finde, weil wir da eine gute Palette haben. Und jetzt vielleicht noch die Anschlussfrage und dann übergebe ich auch an Franz Geo gleich weiter. Jetzt bleibend bei den deutschen DAX-Werten würde mich interessieren, was ihr denn für Strukturen darauf handelt. Und deswegen teile ich jetzt auch wieder den Bildschirm. Und zwar habe ich hier unterteilt nochmal Knockout, Produkte, Optionsscheine, klassisch oder Discount-Optionsscheine, um einfach mal zu sehen, was ihr dann auch handelt, um noch ein besseres Bild zu kriegen. Warte ich ja nochmal kurz ab. Und die Antwort finde ich schick bis jetzt. Überrascht mich fast auch ein bisschen. Ich warte nochmal kurz ab. Verändert sich gerade. Da kommt noch ein bisschen was rein. Oh, jetzt hat sich's gedreht eben. Wow. Kleinen Moment, kleinen Moment. Jetzt schließe ich die Umfrage, teile auch. Also es ist eben so gewesen, warum ich Wow gesagt hatte, da war, glaube ich, 60% eben bei Discount-Optionsscheinen unterwegs. Dann hat sich's gedreht in Richtung Mehrheit Knockout-Produkte. Also relativ ausgewogen jetzt hier, 43% Knockout, 23 Optionsscheine klassisch und Discount-Optionsscheine 34%, finde ich ordentlich, gute Mischung. Dankeschön. Jetzt würde ich an dich übergeben, Franz Georg. Du hast viel Material, viel Stoff heute dabei. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf und melde ich mir spätestens am Ende wieder zu Wort und kannst du auch dann mal in die Fragebox schauen. Ansonsten melde ich mich kurz dazwischen. Viel Spaß euch allen. Jo, dann schnappe ich mir mal den Bildschirm. Spannende Antworten, muss ich sagen. Würde ich aber fast privat auch so mit anklicken. Von daher ist eine hohe Schnittmenge gegeben. Und ja, reden wir nicht groß noch drum herum, sondern stürzen wir uns mal rein in die Märkte für all diejenigen unter euch, die so ein bisschen ja, jetzt noch in den vergangenen Tagen in Urlaub gewesen sind, verdienten Urlaub natürlich auch. Kurzer Zusammenfassung, was passiert ist. Naja, also die Aktienmärkte sind auch ein bisschen mit einem Kater in das neue Jahr reingekommen. Wir hatten bei der Nasdaq den schlechtesten Jahresstart seit 2008. Also ging es schon mal ein bisschen nach unten, aber das ist eigentlich alles nicht der Rede wert. Eine Apple, vor allen Dingen die Index-Schwergewichte, die 2023 so gut gezogen sind, die kamen ein bisschen runter. Wie gesagt, eine Apple um gute 6%. Da könnte es jetzt auch zu einem Wechsel kommen mit der nach Marktkapitalisierung schwersten Aktie. Microsoft ist da wirklich sehr nah herangerückt an Apple. Und mal schauen, ob es da vielleicht wieder einen Plätzchentausch gibt auf dem ersten Rang. Dann hat man auch den Arbeitsmarktbericht am vergangenen Freitag, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Insgesamt so ein bisschen, dass die Renditen mal angezogen sind. Heute kommen sie wieder etwas zurück. Der Dollar hat sich auch wieder etwas erholt, ist aber auch so ein bisschen eine Gegenbewegung auf die starken Kursreaktion, die wir vor allen Dingen Ende 2023 gesehen haben. Dort waren ja wirklich einige Assetklassen sehr ausgereizt gewesen in eine Richtung. Das wurde jetzt so ein bisschen über die Feiertage wieder rückabgewickelt. Also die ganz normale Prozess, das Stichwort ist ja hier Mean Reversion, also Rückkehr zum Mittelwert, das haben wir so ein bisschen gesehen an den Finanzmärkten, wenn man über alle Assetklassen schaut. Was es nicht gab, ist so eine klassische Weihnachtsrallye, Santa Claus Rallye auch genannt. Die war dann doch irgendwie ja, ausgeblieben, weil eben auch ja, die Aktienmärkte gerade schon sehr viel geliefert haben. Gucken wir mal, wie bedeutend das ist. Ansonsten, ja, ihr kennt die Agenda hier vor euch. Die gehen wir jetzt mal durch. Natürlich hier den oberen Part mit Konjunktur und Geldpolitik im Schnelldurchlauf, aber dennoch natürlich sehr wichtig. Und ja, hier haben wir es schon, mein Lieblingsindikator wieder. Das hat sich auch 2024 natürlich nicht verändert. Wir sehen hier, wenn man sich die wirtschaftlichen oder die Konjunkturüberraschungen anschaut, dass sich so ein bisschen hier die Eurozone wieder dargestellt und insbesondere eben auch der Economic Surprise Index für die USA.
annähern. Ja? Das heißt also hier diese Überraschungen, die Konjunkturdaten liefern, es kommen doch ein bisschen zusammen. Die Eurozone hat etwas aufgeholt, also mehrheitlich mit ihren Wirtschaftsdaten eigentlich positiv überrascht, während wir aus den USA überwiegend Enttäuschungen gesehen haben. Und das ist hier zu einer Angleichung geführt. Die spannende Frage ist jetzt natürlich gerade auch für die USA, kippen wir hier so ein bisschen in den negativen Bereich hinein? Das würde dann natürlich auch hier entsprechende Folgen haben für die G10 bzw. für die Eurozone, die sich da dann kaum gegenstemmen kann. Aber das ist so ein Punkt, den sollte man auf jeden Fall mal auf dem Schirm haben. Derzeit ist es noch so, und deshalb auch hier die Überschrift entsprechend, schlechte Nachrichten sind eher gute Nachrichten für die Börse, denn es bedeutet, wenn die Konjunkturdaten enttäuschen, dann kommt es doch etwas früher, so die Hoffnung der Marktteilnehmer, zu Zinssenkungen in den USA und somit einer Lockerung der Geldpolitik. Während hingegen, wenn die Konjunkturdaten sehr, sehr stark ausfallen, dann wird man da doch eher etwas vorsichtiger. Und ja, dann kommt vielleicht dann doch wieder eher mal die Sorgen hinsichtlich einer Zinserhöhung auf den Tisch. Also im Augenblick, wie gesagt, Bad News oder Good News, das ist so die Parole an den Aktienmärkten zumindest. Aber sie dürfen natürlich auch nicht zu schlecht ausfallen, denn ansonsten hat man hier auch wieder ein Problem. Was ist blau? Also blau bzw. hier Magenta ist dargestellt, die Eurozone Economic Surprise Index, also für die Eurozone, also letztlich für Europa, ob hier die Wirtschaftsdaten positiv oder negativ überrascht haben. Und ihr seht es von der Tendenz her, seit Sommer vergangenen Jahres geht es eher mal nach oben. Das heißt, Europa befindet sich etwas im Aufwind. Ja, gucken wir auf die USA, das ist ja letztlich für die Börsen auch der Taktgeber. Wir haben hier die Einkaufsmanager-Daten nach wie vor im verarbeitenden Gewerbe unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Im Dienstleistungsbereich, wichtig, nähern wir uns auch ganz allmählich hier der 50er-Schwelle an, also hier von knapp 53 jetzt auf 50,6 zuletzt. Das kühlt sich ein wenig ab. Deshalb muss man da etwas ein Auge drauf haben. Aber entscheidender, und da komme ich auch gleich drauf zu sprechen, ist natürlich hier der Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote zuletzt 3,7%, neu geschaffene Stellen 216.000. Das kam am vergangenen Freitag über die Ticker. Das heißt, der amerikanische Arbeitsmarkt nach wie vor eigentlich auf den ersten Blick noch sehr, sehr stark. Nur schaut man sich das Ganze unter der Lupe an, dann stellt man fest, dass der Stellenzuwachs vor allen Dingen in drei Sektoren stattgefunden hat. In der Regierung, in Bildung und Gesundheitswesen sowie Freizeit- und Gastgewerbe. Das sind knapp 80% der im Dezember neu geschaffenen Stellen, entfielen auf Sektoren, die traditionell nicht zu den Wachstumsmotoren Amerikas zählen. Ganz wichtige Botschaft. Und das gilt übrigens auch für 2023. Da ist die Quote so ungefähr bei 80%. Das heißt, eigentlich wurde in Anführungszeichen in den falschen Sektoren Stellenzuwächse verzeichnet. Und da, wo eigentlich eben wirklich für das Wachstum wichtige ja, Arbeit eben auch geschaffen wird und Stellen eben auch eigentlich letztlich besetzt werden müssen, dort haben wir eigentlich einen unterdurchschnittlichen Zuwachs nur gesehen. Das dämpft so ein bisschen natürlich die Perspektive schon mal für 2024. Gleichwohl muss man das jetzt mal noch im Blick behalten. Arbeitsmarkt ist noch sehr robust, aber eigentlich sind die Zahlen an sich von der Qualität her gesehen gar nicht mal so gut gewesen. Inflation pendelt sich so ein bisschen bei 3% ein. Ihr seht es hier, auch die Core Inflation Rate ist zurückgekommen. Also das passt nach wie vor im Sinne der Notenbank und der Geldpolitik. Wollte ich jetzt nicht den Fokus drauf legen, sondern eher nochmal hier, wie gesagt, was macht eigentlich der Jobmarkt? Und letztlich ist es ja das Entscheidende auch. Es gibt keine starke US-Wirtschaft ohne einen amerikanischen Verbraucher, der viel konsumiert. Viele wissen es von euch, ungefähr 2/3 zum amerikanischen BIP steuert eben der Konsum bei und deshalb ist eben auch der Arbeitsmarkt eine wichtige Säule. Wir haben es gesehen, dass die Kaufkraft der Verbraucher in den USA, die persönlichen Einkommen, noch um gut 6% vergangenes Jahr auch gestiegen sind. Wenn man das vergleicht mit dem jüngsten Verbraucherpreisindex von gut 3%, dann ist der real unter dem Strich durchaus noch einiges hängen geblieben. Selbst wenn die Inflation steigt, die Löhne sind meistens stärker noch gestiegen. Das ist soweit noch ganz gut. Aber es kann trotzdem jetzt irgendwann mal passieren, dass auch die US-Konsumenten ein bisschen vorsichtiger werden. Das Weihnachtsgeschäft war auch noch mehr oder weniger gut gewesen. Aber man hat zum Beispiel auch hier gesehen, bei der Qualität der Weihnachtseinkäufe, dass man da auch etwas schon zurückgerudert hat. Es gab zum Beispiel eine Rekordzahl von Sofortkäufen und späteren Zahlungen für die Weihnachtseinkäufe. Das heißt also, man hat die Bezahlung der Einkäufe in die Zukunft verschoben. Nicht unbedingt ein gutes Zeichen, könnte eben auch ein Signal sein, dass die Verbraucher langsam in die Enge getrieben werden und eben auch immer stärker jetzt auf ihre Ausgaben
achten müssen. Man sieht jetzt hier die Zahlungsrückstände. Das zeigt diese Grafik hier, ist gerade so in den vergangenen Monaten in den USA über die verschiedenen Laufzeiten hinweg, wenn man sich hier Credit Cards anguckt mit 30 und 90 Tagen oder eben auch für die Autokredite, tendenziell immer weiter nach oben gestiegen, zum Teil ja auch schon auf ein Mehrjahreshoch. Das heißt also, Zahlungsrückstände sind ein Thema, sollte man sich zumindest mal im Hinterkopf notieren für 2024, dass sich das nicht weiter verschärft. Warum reite ich nochmal so sehr auf diesen Arbeitsmarktdaten herum? Na, man kann hier eine ganz einfache Rechnung letztlich aufmachen. Solange der Arbeitsmarkt stabil bleibt, werden auch die Verbraucherausgaben wahrscheinlich gesund bleiben. Das heißt, eine Wette auf eine sanfte Landung in den USA ist letztlich auch eine Wette auf den Verbraucher, und eine Wette auf den Verbraucher ist eine Wette auf den Arbeitsmarkt. Deshalb ist es eben wichtig, jetzt nach wie vor eben die Arbeitsmarktdaten im Blick zu behalten. Und ihr seht es hier, Korrekturen am Aktienmarkt mit einer steigenden Arbeitslosenquote, das ist hier in Rot, in Blau dargestellt, führten doch zu wesentlich stärkeren Rückgängen am Aktienmarkt, als wenn wir hier Korrekturen am Aktienmarkt gesehen haben, ohne eine steigende Arbeitslosenquote, also hier in Rot dargestellt. Deshalb ganz genau darauf achten, wie kommen die Jobdaten ein, wie reagieren die Märkte darauf. Und ich sage es immer wieder, am Donnerstags werden ja immer die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht, die Folgeanträge, achtet da bitte immer drauf, wie die reinkommen. Das ist so ein ganz guter Seismograf, sehr zeitnah, um einzuschätzen, wie es denn um den amerikanischen Arbeitsmarkt eigentlich bestellt ist. Das soll es mal zur Konjunktur schon mal sein. Wir gehen mal rüber Richtung Geldpolitik. Und Geldpolitik ist natürlich auch eines der zentralen Themen 2024. Das ist so der zentrale auch Triebfeder gewesen im vergangenen Jahr, gerade zum Ende des vergangenen Jahres. Dort wurden ja Zinssenkungsfantasien eingepreist. Also manchmal habe ich mir selbst die Augen gerieben und gedacht, das kann doch eigentlich gar nicht wahr sein, was da am Terminmarkt jetzt schon eingepreist wird an möglichen Zinssenkungen, sowohl bei der EZB wie auch bei der Fed für 2024. Und ihr seht es hier im 4-Wochen-Vergleich, daran hat sich gar nicht mal so viel eigentlich verändert. Sie sind ein bisschen zurückgekommen, ja, das ist richtig, aber nicht wesentlich. Wir haben hier nach wie vor eigentlich die klare Botschaft, am 20. März soll die amerikanische Notenbank einen ersten Rückzieher machen. Das heißt also um 25 Basispunkte nach unten gehen, dann auf 5 bis 5,25 Prozent. Im Augenblick mit knapp 60 Prozent wird das gepreist. Und reitet und schaut nicht so sehr auf die einzelnen Wahrscheinlichkeiten, die verändern sich. Entscheidend ist hier die Kernbotschaft, dass nahezu auf jeder zweiten amerikanischen, auf jeder zweiten Sitzung der amerikanischen Notenbank wird davon ausgegangen, dass wir hier um 25 Basispunkte entsprechend nach unten gehen. Und am Jahresende, am 18.12. dann die FED-Sitzung, bei rund 3,75 bis 4% Leitzins angekommen sind. Ich bin gespannt, ob das tatsächlich so der Fall sein wird. Der Markt kommt zuletzt, kam in den vergangenen Tagen schon ein bisschen zurück, was die Zinssenkungserwartungen angeht. Ich gehe davon aus, dass es hier weiteren Revisionsbedarf eben auch noch wir sehen werden. Und die spannende Frage wird einfach sein, warum wird es zu Zinssenkungen kommen? Im Idealfall natürlich, weil die Inflation runterkommt und somit die Notenbanken ihr Ziel mehr oder weniger erreicht haben bei anhaltend robusten Konsum und stabilen Arbeitsmarkt. Das wäre die weiche Landung. Aber es gibt eben auch dieses andere Szenario. Das heißt also, Zinssenkungen sind nicht immer ein Segen für den Aktienmarkt, nämlich dann nicht, wenn es tatsächlich mit der Zinssenkung zu Notzinssenkungen kommt, in Anführungszeichen, weil ganz einfach die Wirtschaft so stark unter Druck kommt, aufgrund eben der straffen Geldpolitik zuvor, dass einfach die amerikanische Notenbank zügig und hastig gegensteuern muss. Und dann kommt es eben häufig dann auch zu stärkeren Korrekturen am Aktienmarkt und dann wird es auch ein bisschen ungemütlicher. Ich habe das hier mal in dieser Grafik mitgebracht euch. Da seht ihr eigentlich sehr schön, dass das, was wir zuletzt gesehen haben an den Aktienmärkten, also die Pause bei den Zinserhöhungen und ein freundliches Börsenumfeld, ist eigentlich vollkommen normal. Das haben wir häufig gesehen in der Vergangenheit. Schaut es euch hier mal an. Last Hike to First Cut Return. Das ist hier diese Spalte. Die finde ich ganz spannend, denn da sieht man, dass in der Mehrzahl der vergangenen Jahrzehnte zwischen der letzten Zins, also zwischen der letzten Zinserhöhung und der ersten Zinssenkung, die Aktienmärkte sich häufig sehr positiv entwickelt haben. Prozentual zweistellige Renditen hier zwischen 10 und 20 Prozent waren sehr häufig zu beobachten gewesen. Nur nicht beim Platzen der Dotcom-Blase, aber ansonsten ging es immer weiter aufwärts. Und genau das haben wir auch gesehen seit der letzten Zinserhöhung in den USA hier am 26. Juli 2023. So, im Durchschnitt vergehen rund 105 Tage
zwischen der letzten Zinserhöhung und dem ersten Cut nach unten. Das wäre jetzt so Pi mal Daumen 5, 6 Monate, also ja, so jetzt im Januar, Februar, März würden wir relativ gut da reinkommen. Es verschiebt sich so ein bisschen nach hinten. Aber eine weitere Kernbotschaft letztlich dieser Grafik ist hier auch nochmal, man sieht es, Last Hike to Market Low Return, da geht es dann nochmal deutlicher nach unten. Beziehungsweise man kann hieraus festhalten, häufig ist es eben so, dass das Markttief noch nicht hinter uns liegt, sondern erst noch vor uns liegt und somit aufgeschoben, nicht aufgehoben ist. Es vergeht häufig mehr Zeit, bis der Markt tatsächlich dann auch mal ein Tief ausbildet. Das hier sind die Zahlen. Das Ganze kann man grafisch auch nochmal schön darstellen. Schaut es euch hier an. Market Bottoms ist hier rot markiert und die Rezession in grau und die Fed Funds Rate ist die blaue Linie. Und ihr seht es hier sehr schön, wenn wir hier den Gipfel bei den Fed Funds Rate ausgebildet haben, also zur Jahrtausendwende 1999, 2006, 2007 oder eben auch hier diesen kleines Hoch. Erst als die Fed dann wirklich die Zinsen drastisch nach unten genommen hat, ging es mit den Aktienkursen abwärts und erst dann wurde auch tatsächlich ein Tief an den Märkten ausgebildet. Ich kreise das hier mal entsprechend ein. Davor hatten wir ein bisschen eine andere Tendenz. Da war das Markttief so im Bereich des Leitzinshochs gewesen. Aber seit der Dotcom-Blase, seitdem die geplatzt ist vor 23 Jahren, hat sich das so ein bisschen verändert. Und ich bin relativ fest davon überzeugt, dass wir auch jetzt wieder das Markttief sehen, nachdem eben dann die Fed unter Umständen hektisch wieder die Leitzinsen nach unten genommen hat. Ob das schon 2024 der Fall ist, das weiß ich leider auch nicht, aber es wird wieder passieren. Dieses Muster werden wir, glaube ich, wieder sehen. Aus welcher Ecke auch immer kommen dann auf einmal doch größere Probleme eben. Das könnte vielleicht 2025 ein Thema werden, aber wir werden uns damit auseinandersetzen müssen. Hier nochmal schön die entsprechende Zusammenstellung. Also die durchschnittliche Kursentwicklung des S&P 500 innerhalb von 12 Monaten nach der letzten Zinssenkung. Und wenn die dann eben in eine Rezession die Wirtschaft abgetaucht ist, dann ging es auch mit den Kursen entsprechend nach unten. Ihr seht es hier, minus 15 bis minus 20% waren dann doch schon relativ häufig mal eine relativ ausgeprägte Korrektur. Auch so möchte ich das mal formulieren. Ja, die Zinsen ist natürlich hier ein Thema. Ihr seht es hier, den kräftigen Anstieg der 10-Jährigen in den USA auf rund 5%. Also ein richtiger Spike, den wir hier gesehen haben. Und auch das war eigentlich in der Vergangenheit häufig schon zu gesehen gewesen bei den Renditen. Aber immer wenn die Renditen entsprechend kräftig nach oben geschossen sind, dann ist auch immer irgendetwas passiert. Ja, also Taper Tantrum 2018, Sell-off Euro Area, wo wir ja die Euro-Kreditkrise hatten, Global Financial Crisis und so weiter und so fort. Solche kräftigen Zinsanstiege gehen nicht spurlos an der Realwirtschaft vorbei. Es kann sein, dass es jetzt länger dauert, aber irgendwann werden die Einschläge kommen. Ich möchte hier keine Angst verbreiten, das liegt mir wirklich fern, aber man sollte sich zumindest im Hinterkopf behalten, irgendwann wird es hier doch nochmal zu entsprechenden Schmerzen kommen. Und ich habe es, glaube ich, schon im vergangenen Jahr gesagt, die ganze Geschichte mit der Bankenkrise im Frühjahr vergangenen Jahres war auch nur so ein erster Indiz, die schwächsten Glieder der Kette reißen. Und das ist dann eine schnelle Reaktion erfolgt, aber darauf folgten mit Sicherheit auch noch weitere Rückschläge. Da bin ich doch von überzeugt. Ja, das mal zu den Renditen. 10-Jährigen habe ich schon gesagt, ich habe es euch hier mal schnell nochmal mitgebracht, dass wir hier kurz drauf schauen. Also ja, wir sind hier, wie gesagt, kräftig runtergekommen bei den Renditen, haben jetzt hier so ein bisschen uns eingependelt im Bereich von 4%. Das ist ein relativ moderates Niveau. Ist natürlich wichtig für die Technologieaktien. Ihr wisst es ja, Technologieaktien reagieren sehr sensibel auf die Zinsentwicklung. Und deswegen ist eben auch der Nasdaq 100 hier so gut gelaufen, weil einfach hier die Renditen entsprechend kräftig runtergekommen sind. Wir sind jetzt aber auch in einem guten Bandbreite angekommen. Also wer die Renditen handelt zwischen 3, ja, sagen wir mal 4% ungefähr hier und 4% auf der Oberseite, haben wir eine breite Schiebezone bei den 10-Jährigen in den USA, die stabilisierend wirken dürfte. Und jeder Anstieg hier wieder Ausreißer auf der Oberseite über 4,2%, wird schon wieder neue Nervosität entfachen. Und deshalb immer bitte die Renditen im Blick behalten. Letztlich eine Ableitung ja auch der geldpolitischen Erwartungen des Marktes, wie sie denn im Augenblick aussehen. Ja, kommen wir zur Bewertung. Ich habe sicherlich schon mitbekommen, wer jetzt aktiv ist. Am Freitag geht es ja wieder los mit der amerikanischen Berichtssaison. Also endlich zählen wieder Fakten. Und ja, wo stehen wir da eigentlich im Augenblick? KGV
Europäische Aktien, US-Aktien, ihr seht es hier in Orange dargestellt, amerikanische Aktien mit einem sportlichen KGV von rund 20. Das ist so ein bisschen über dem langjährigen Durchschnitt. Ihr seht hier, langjähriger Durchschnitt ist bei 17. Das ist hier die gestrichelte Linie. Das heißt also, der amerikanische Aktienmarkt wird schon mit einem satten Aufschlag zu seinem langfristigen KGV gehandelt. Das macht die Wall Street nicht unbedingt aus fundamentaler Perspektive attraktiv. In Europa haben wir nach wie vor einen Abschlag. Das ist hier grau dargestellt. Ich hoffe, ihr könnt es noch erkennen. Ich kann leider die Farbe nicht ändern. Da sind wir so beim Stoxx 600 bei einem KGV von 13. Wie gesagt, S&P 500 KGV 20. Ja, in Europa sind wir unter dem langjährigen Durchschnitt, in den USA deutlich darüber. Das einfach mal für den Hinterkopf. Entsprechend müssen US-Aktien dann auch liefern. Hier mal mitgebracht die entsprechenden Prognosen. Und das ist das, was mir auch so ein bisschen, sag mal, Bauchschmerzen bereitet, beziehungsweise aus fundamentaler Perspektive meiner Meinung nach dafür spricht, dass auch hier die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Denn erstmal müssen wir festhalten, dass hier für das Q1, Q2, Q3 und Q4 in den USA Wachstumserwartungen unterstellt werden von 6, 10, 8 und 18% für das vierte Quartal 2024. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben, glaube ich, für 2024 ein Gewinnwachstum in den USA, was erwartet wird, von 11,5%. Wir sind bei 2023 ungefähr im Bereich von 1,5% derzeit versus knapp 12%, die für 2024 unterstellt werden. Ich weiß nicht, wie die amerikanischen Unternehmen das liefern sollen, solche Gewinnwachstumsraten. Natürlich, Vorjahresvergleich ist relativ niedrig, aber trotzdem, das ist schon eine wirklich hohe Hürde. Und was machen die Analysten, wenn die Hürde oder die Messlatte zu hoch angesetzt wird? Sie nehmen sie ganz einfach nach unten. Genau das haben wir zuletzt gesehen, und zwar wirklich wieder doch übertrieben, nicht übertrieben, Entschuldigung, doch sehr kräftig. Für das vierte Quartal 2023 wurden die Gewinnschätzungen hier um knapp 7% nach unten genommen. Also wer es wissen will, von $57,90 auf ungefähr $53,90 beim S&P 500. 6,8%, das ist schon mal eine Messlatte, jetzt bin ich hier ein bisschen weit gerutscht. Das ist so viel wie zuletzt im dritten Quartal 2022, und ihr seht es hier. Solch deutliche Rückgänge bei den Gewinnschätzungen sind schon auffällig. Das heißt, man wird schon wesentlich vorsichtiger, bedeutet im Umkehrschluss aber auch, die Messlatte für die Unternehmen, die liegt wieder wesentlich tiefer und kann umso einfacher übertroffen werden. Und nachher sagt dann wieder jemand, ja, wir haben doch hier wieder super Berichtssaison gehabt, die Erwartungen wurden massiv übertroffen, alles in Butter, von daher fundamentaler Perspektive, grünes Licht und weiter geht's. Muss man immer zwei Seiten der Medaille wirklich berücksichtigen. Deshalb ja, da einfach mal drauf achten, wie hier auch die Gewinnschätzungen weitergehen. Auf jeden Fall von der Bewertungsperspektive her ist es doch ein ja, etwas kritisches Niveau, so möchte ich es mal formulieren. Beim DAX sind wir da noch ein bisschen besser unterwegs. Wir sind jetzt hier im Bereich von 17.000 angekommen. Ihr seht es, fair bewertet wäre der DAX so im Bereich von rund 19.000 Punkten. Ihr könnt so Pi mal Daumen rechnen, dass wir bei einem DAX-KGV derzeit sind von ungefähr 12, langfristiges DAX-KGV aus 14. Wenn man das jetzt umrechnet, kommt man ungefähr auf einen fairen Wert von 19 raus. Also hier, das ist so die Grenze dieser blauen Spanne auch entsprechend. Das heißt aber nicht, dass der Markt das ausschöpfen muss. Er knabbert gerne mal so hier im oberen Positivszenario. Aber das wäre auch schon fast ein Idealszenario, das man für 2024 ableiten kann. Grundsätzlich kann man festhalten, Euro-Aktien sind vergleichsweise günstig bewertet zu den US-Aktien. Das könnte dafür sorgen, dass wir frisches Kapital aus den USA Richtung Europa noch strömen, weil wir hier ganz einfach, ja, was die fundamentale Bewertung angeht, ein bisschen attraktiver unterwegs sind. Aber natürlich müssen auch hier die Unternehmen entsprechend liefern. Wie gesagt, jetzt geht es mit der Berichtssaison los, und dann wollen wir mal schauen, wie die Fakten denn tatsächlich sind, die dann hier uns präsentiert werden, ob es Gewinnwarnungen gibt, aus welchen Branchen. Das müssen wir dann, wie gesagt, in den kommenden, ich sag mal so, 4, 5 Wochen mal genauer anschauen. Ja, damit das mal zur fundamentalen Ausgangslage. Ich denke, das ist soweit klar. Von der Stimmungslage her möchte ich gar nicht mal so tief reingehen. Wer die Volatilität von euch immer wieder berücksichtigt, der wird feststellen, dass natürlich die bekannten Volatilitätsniveaus oder Barometer wie der VDAX New auf den DAX oder den VIX auf den S&P 500, dass die nahezu am Boden liegen. Das heißt, wir haben eine sehr ausgeprägte Sorglosigkeit letztlich, also Absicherungen
sind günstig zu haben. Klassische Put-Optionsscheine zum Beispiel weisen im Augenblick doch attraktive Konditionen auf. Und was die Stimmung angeht, also den nackten, reinen Sentiment-Umfragen, da seht ihr hier zum Beispiel die nordamerikanische Fondsmanager-Umfrage, das ist hier die rote Linie. Da waren wir zuletzt bei rund 103% gewesen. Das heißt also, mehr als das gesamte verfügbare Kapital der amerikanischen Profi-Investoren war in US-Aktien investiert gewesen. Die waren hier leicht sogar über Kredit investiert, entsprechende Derivate-Konstruktionen. Das wurde jetzt zuletzt wieder ein bisschen abgebaut. Da sind wir jetzt bei gut 70% angekommen. Dennoch ein leicht erhöhtes Niveau und immerhin auch hier. Rund die Hälfte der amerikanischen Kleinanleger sieht den S&P 500 auf Sicht von 6 Monaten Höhe. Auch das ist alles andere als große Skepsis. Die wäre eigentlich gut. Und die hatten wir übrigens im vergangenen Jahr. Ne? Vor 12 Monaten waren nur rund 40% des frei verfügbaren Kapitals der Profi-Investoren in US-Aktienmarkt investiert. Und ja, rund ein Fünftel der Kleinanleger hat den S&P 500 auf Sicht von 6 Monaten höher gesehen. Jetzt sind wir deutlich optimistischer unterwegs und entsprechend sind natürlich auch diese Investoren schon am Markt positioniert, weil sie ja davon ausgehen, dass die Kurse weiter steigen. Wenn dann schon so viel Kapital investiert ist, stellt sich die Frage, was kann noch weiter dazukommen? Also von der Sentimentachse sage ich mal, ein bisschen Vorsicht angebracht. Etwas zu viel Optimismus ist hier im Augenblick im Markt für mich drin und es wäre gut, wenn wir mal so ein bisschen was auf die Mütze bekommen, damit dieser Optimismus rausgeht und man so eine kleine Bereinigung hier wieder sehen kann. Das mal auch zu den Daten, die hier der Optionsmarkt im Augenblick liefert, zum Beispiel auch das Put-Call-Ratio, sieht man eben auch relativ hohe Nachfrage nach Calls im Verhältnis 3 zu 1 zuletzt. Also auch hier wird auch schon ziemlich so auch auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung spekuliert. Dann gehen wir noch auf die Termine zu sprechen, damit ihr darauf vorbereitet seid, was uns eben jetzt noch erwartet in den kommenden, ja, so bis zum Monatsende. Das nächste Webinar ist ja, glaube ich, schon wieder am 4. Februar. Scrollen wir uns hier mal eben rein. Also diese Woche ist es noch relativ ruhig, nachdem wir die Arbeitsmarktdaten reingekommen sind in der vergangenen Woche. Wir haben hier so ein bisschen noch die Inflationsdaten am Donnerstag, die bevorstehen. Ja, wird aber eher ruhig reinkommen. Da wird nicht mit großen Überraschungen derzeit gerechnet. Aus China kommen auch noch Inflationsdaten am Freitag. Stichwort hier eben Deflationsgefahren. Minus 0,7% im Augenblick hier in der Forecast-Schätzung. Wachstumsraten aus China, 17. Januar. Dann kommt nicht so viel derzeit an wichtigen Zahlen derzeit mal rein. IFO-Index, bis da selbst wird immer drauf geachtet, aber bewegt den DAX auch eher kaum. 25. Januar, dann schaut eigentlich gegen Monatsende schon alles nicht hier auf die Inflationsdaten, sondern auf diesen Termin hier unten. Fed Interest Rate Decision, das heißt also Fed Press Conference, Fed Zinssitzung am 31. Januar mit der Hoffnung, dass Fed-Chef Powell nochmal durchblicken lässt, wie es denn weitergehen könnte. Weil dann steht ja auch schon die nächste Zinssitzung, glaube ich, Anfang März an und da preist wiederum dann der Terminmarkt schon eine erste Zinssenkung ein. Darauf gilt es wirklich zu achten, auf sein Wording, auf die Marktreaktion, vor allen Dingen hier von der Pressekonferenz. Und einige Tage später kommt dann auch schon die EZB-Entscheidung. Also der Monatswechsel wird auf jeden Fall schon mal für Volatilität sorgen. Das kann man sich schon mal vormerken. Ja, gehen wir in meinen Lieblingsbereich sein. Das ist ja das Markttechnik, Charttechnik, Marktsentiment. Wo sind wir da derzeit? Die aktuelle Weltaktienklima-Ausgangslage mit den frischen Daten von gerade eben MDAX, also auch die zweite Reihe nach diesem desolaten Jahr 2023. Auch jetzt schon wieder die rote Laterne hier zumindest mal im Ranking. Ich möchte nicht so tief hier reingehen. Ihr seht die wesentlichen Parameter. Also beim letzten Webinar Anfang Dezember behaupteten rund 2/3 der Weltindizes ihre 200-Tage-Linie. Jetzt haben wir hier eine Quote von 90%. Das heißt, der übergeordnete Trend an den weltweiten Aktienmärkten ist aufwärts gerichtet. Punkt 2, die 200-Tage-Linie weist meistens einen steigenden Verlauf auf und der Index befindet sich über einer steigenden 200-Tage-Linie. Das ist das Idealszenario aus markttechnischer Sicht. Bedeutet letztlich, jeder Rücksetzer an den Aktienmärkten ist eher als Einstiegsgelegenheit zu sehen, denn der übergeordnete Trend ist, wie gesagt, positiv. Im kurzfristigen Bereich hier auf 21 Tage haben wir ungefähr ja, Pari-Situation derzeit. Viele Indizes pendeln so ein bisschen um ihren Monatsdurchschnitt, keine klare Tendenz. Genau das auch wieder passiert, was wir zuletzt schon häufig ausgearbeitet haben, als Anfang Dezember alle Indizes über ihre 21-Tage-Linie notierten, habe ich gesagt, Vorsicht, Überhitzung.
Jetzt gibt es einen auf dem Deckel. Genau das ist dann passiert über den Jahreswechsel. Die Quote ist hier runtergerauscht um rund 40 bis 50 Punkte. Jetzt sind wir hier wieder auf einem ermäßigten Niveau angekommen. Noch keine übertriebene Überverkauftheit, aber schon wieder ein bisschen besser sieht das Ganze aus. Das kann man sich zumindest mal vormerken. Kurzfristig keine klare Tendenz, langfristig positiv. Fand ich auch ganz spannend übrigens hier für Freunde aus der Schweiz. Der SMI führt im Augenblick das Ranking an. Ist natürlich noch alles sehr frisch. So übrigens einer der Verliererindizes für 2023. Also hier haben wir so ein bisschen Favoritenwechsel und unser guter alter DAX hat sich hier wieder in der Mitte es gemütlich gemacht. Ja, da hatte ich schon ein Eingangsstatement so ein bisschen gesagt. Ich gucke gerade mal in die Fragenbox rein, nicht, dass ich hier irgendwas übersehe, aber ich glaube, nee, ist keine Frage hier zu meinem Vortrag. Dann kann ich auch weitermachen. Besten Dank. Die Santa Claus Rally, das heißt also die letzten 5 Handelstage und die ersten 2 Handelstage des neuen Jahres, ist jetzt zum Jahreswechsel 2023, 2024 ausgefallen. Sieht man hier in der Spalte. Also der Weihnachtsmann hat die Börse nicht besucht. Das ist eher mal ein negatives Signal. Zumindest war es das in der jüngeren Vergangenheit. Ihr seht es dann hier. Der Januar war dann auch häufig negativ gewesen. Ja, sogar das erste Quartal war nicht ausgesprochen positiv. Nun sollte man aber über diese umsatzschwache Zeitspanne auch nicht allzu viel hineininterpretieren. Für die Statistikfreunde unter euch, hier die rechte Grafik interessant, ihr seht es hier. Wenn jetzt wirklich ein enger Zusammenhang bestehen würde zwischen der Santa Claus Rally und der Gesamtjahresperformance, dann müssten wir hier in diesem Bereich eigentlich nur die roten Punkte haben. Ja? Also links unten und rechts oben. Das hier sind die gegenteiligen Entwicklungen. Ihr seht es, auch da gab es einige Treffer. Also bitte das nicht überbewerten, nur weil wir jetzt keinen Weihnachtsmann gesehen haben an den Märkten und die, ja, die Aktienmärkte sich eben nicht positiv entwickelt haben über den Jahreswechsel, bedeutet das noch nichts für das Gesamtjahr. Kleiner Dämpfer, mehr aber auch nicht. Dann habe ich hier eine Grafik gefunden, muss ich auch so ein bisschen schmunzeln. Also, wenn der S&P 500 in einem Jahr um mehr als 20% zugelegt hat, wie hoch war denn da die Wahrscheinlichkeit gewesen, dass er im nächsten Jahr die Vorjahresperformance noch übertreffen konnte? Und da haben wir es hier gesehen. Nur einmal in 20 Fällen hat der S&P 500 tatsächlich noch mehr zugelegt. Bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P 2024 um mehr als 24% steigen wird, denkbar gering ist. Ja, das hätte, denke ich mal, jeder von euch auch so ungefähr ermitteln können. Keine wirklich überraschende Grafik, aber ich wollte es einfach mal mitgebracht haben. Das ist zumindest mal ja, Fakt. Ich bin mir ziemlich sicher, wir werden keine Rendite von mehr als 20% mehr sehen, 2024. Da muss schon einiges zusammenkommen. Eher wird es ein bisschen schwierigeres Jahr. Und damit komme ich hier auch schon zum Thema. Wir haben ja ein Wahljahr vor uns. Und Wahljahre sind leider dadurch gekennzeichnet, dass insbesondere die erste Jahreshälfte häufig ziemlich schwierig ist. Schaut es euch hier mal an. Durchschnittsverlauf in Wahljahren, eine ganz enge Kiste. Es geht mal ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Februar, März eher schwach. Dann haben wir im März eine kleine Bodenbildungstendenz, ausgehend davon etwas nach oben. Was dann ein bisschen besser wird, ist häufig das zweite Halbjahr in typischen Wahljahren in den USA. So geht es dann ein bisschen nach oben, wenn dann auch etwas mehr Klarheit ist, wie es dann weitergeht. In Washington und im Weißen Haus, dann kommen zumindest mal die US-Indizes ein bisschen noch in Schwung. Und das bedeutet leider nicht, dass auch die anderen Indizes tatsächlich mal auch an Dynamik gewinnen. Das hier nochmal ein bisschen runtergebrochen. Für den Dow Jones gilt genau das Gleiche. In Wahljahren, ihr seht es hier, die ersten 6 Monate, also eine wirklich zähe Kost. Das ist eigentlich ideal Umfeld für Anlagezertifikate, wo man eben auch über Seitwärtsbewegungen dann schon hohe Renditen erzielen kann. Und wirklich interessant werden eigentlich Wahljahre erst in der zweiten Jahreshälfte. Das bedeutet nicht, dass ihr euch jetzt verabschieden solltet bis zu dem Sommer und dann erst wieder einschaltet. In der Zwischenzeit wird es immer wieder auch interessante Nachkaufgelegenheiten geben. Und natürlich müssen sich die Märkte auch nie eins zu eins an irgendwelchen saisonalen Durchschnittsverläufen orientieren. Aber zumindest mal von der Grundtendenz, und davon gehe ich eben auch aus, würden die ersten 6 Monate eher langweilig. Unter der Voraussetzung, ganz wichtig, dass es natürlich keine über großen Überraschungen gibt. Ne? Hoffentlich nicht aus irgendwelchen kriegerischen Gründen, geopolitischen Gründen, was auch immer, dass das hoffentlich nicht eintritt. Aber wenn keine größeren ja, oder kleineren grauen oder schwarzen Schwänchen auftauchen am Börsenhimmel, dann ist es doch eher mal vielleicht Langeweile angesagt. Das zeigt übrigens auch der Dekadenzyklus, wo man auf das Jahresendzahl schaut. 4er-Jahre 2024, genau die gleiche Geschichte, Seitwärtsgepenkel. Das haben wir jetzt gesehen. Ja, wir haben hier das Wahljahr. Was ich noch ganz spannend fand, ist, dass das dritte Quartal in Wahljahren übrigens das stärkste ist,
in dem gesamten Wahljahreszyklus. Hätte ich so nicht erwartet, aber hier die Auswertung zeigt das auch noch mal ganz schön. Also ab dem Sommer geht es häufig dann noch mal richtig gut, von wegen eben sich in die Sommerferien verabschieden, könnte 2024 die falsche Strategie sein, sondern häufig ist es eben so, dass gerade in Wahljahren ist das dritte Quartal sehr positiv hervorsticht. Also merkt euch das schon mal so ein bisschen vor, auch für das Timing. Ja, das soll es mal gewesen sein, zumindest mal für die US-Indizes. Damit würde ich mal sagen, gehen wir mal ein bisschen rein in die Technik in den USA, wo wir da derzeit stehen. Ich habe euch hier den Nasdaq 100 aufgelegt im Wochenkursverlauf. Ja, in der grundsätzlichen Ausgangslage, das können wir wegmachen, haben wir hier einen schönen intakten Aufwärtstrend. Die grüne Linie, ihr seht es sehr schön, immer wieder darauf aufgesetzt, verläuft im Augenblick im Bereich von 12.000, ja, sagen wir mal 600 Punkten. Das heißt also, der langfristige Aufwärtstrend beim Nasdaq ist intakt, solange der Index über 12.600 Punkten notiert. Das hilft euch natürlich im Augenblick ziemlich wenig, denn wir sind ja hier bei 16.600 Zählern. Das ist schon wesentlich mehr. Eine interessante Region. Wir haben hier das alte Rekordhoch angelaufen, teilweise auch schon mal rausgenommen, noch nicht so richtig jetzt auf Wochenschlusskursbasis mit einer langen weißen Kerze und unter hohen Volumina zumindest mal noch nicht bestätigt. Wir arbeiten da dran. Aber ihr seht hier, ich hatte ja gerade eben den Chart der 10-jährigen US-Zinsen mitgebracht, spiegelbildliche Entwicklung. Ausgangspunkt sind immer die Zinsen in den USA. Wenn die Zinsen weiter fallen, dann profitieren davon vor allem die Tech-Aktien, sollten die Zinsen wieder anziehen. Eher mal Favoritenrolle Dow Jones mit den Substanzaktien und dann wird es ein bisschen schwieriger für die Tech-Aktien. Also schaut immer darauf, was machen die Anleiherenditen und das muss sich gegenseitig bestätigen. Ja, also wenn wir steigende Anleiherenditen sehen und einen steigenden Nasdaq 100, dann ist irgendwas faul im Getriebe und da der Anleihenmarkt wesentlich größer ist, dann würde ich mal eher auf das Signal des Anleihenmarktes vertrauen. Aber grundsätzlich seht es, Aufwärtstrend beim Nasdaq 100, steigende 200-Tage-Linie. Ich möchte hier kein Kursziel für den Nasdaq aufrufen. Das kann bei 17,5, bei 18 liegen. Es gibt hier so ein paar Kollegen bei mir, die dann hier zum Beispiel das hier als eine Flagge einzeichnen, in der übergeordneten Aufwärtsbewegung. Da kann man hier den entsprechenden Ausgangspunkt dieser Aufwärtsbewegung nach oben projizieren. Wenn man das jetzt einfach mal machen würde und hier unten ansetzt, dann haben wir tatsächlich mehr oder weniger auch schon das Kursziel abgearbeitet. Ich persönlich bevorzuge noch ein bisschen Nasdaq 100 und Technologieaktien, aber schaue eben immer darauf, was machen die Renditen, ziehen die entsprechend mit und ist eine Marktbreite gegeben. Im Augenblick ist es so, dass amerikanische Tech-Aktien schon ein bisschen überverkauft sind. Ihr seht hier die Quote der Aktien im Nasdaq 100, die noch ihre 21-Tage-Linie behaupten. Da sind wir so ungefähr bei 40% angekommen. Unter 20% wird es wirklich interessant. Da kann man hier schön sehen, da wurde immer das Markttief entsprechend ausgebildet. Und danach ging es wieder nach oben. Also bewegen wir schon mal in die richtige Richtung. Aber wenn wir jetzt noch mal so ein paar schwächere Tage reinbekommen, dann ist das für mich schon mal eine erste gute Nachkaufgelegenheit, die man vielleicht nutzen könnte. Ja, jetzt kommt eine Frage zum DAX. Genau. Nach den Wahlen geht es nach der Wahl um 4% runter? Ich kann die Frage nicht richtig lesen. Jetzt in den Nasdaq einsteigen. Ich würde noch ein bisschen warten. Man kann eine erste Position mal nehmen. Das ist sicherlich nicht verkehrt. Ich hatte es ja gerade eben schon mal gezeigt. Wir sind ein bisschen überverkauft schon, aber noch nicht wirklich richtig gut. Fände es besser, wenn wir hier noch mal abtauchen im Bereich 15,8 bis 16. Also auf der 15,8 bis 16, da würde ich tatsächlich dann die Nasdaq schon mal ein bisschen stärker aufstocken. Jetzt vielleicht mit einem Drittel reingehen. Da hat man schon mal einen Fuß in der Tür und dann nachlegen, wenn wir hier nochmal in diese Region kommen, von 15,5 bis 16, da entsprechend nachlegen. Das wäre so die Strategie, die ich fahren würde für den Nasdaq 100. Kommen wir zum DAX. Da kommen auch schon die ersten Fragen rein. Ja, wenn der DAX sich sehr stark entwickelt hat im Vorjahr, das zeigt diese Grafik hier, wie war er denn dann eigentlich im nächsten Jahr? Ihr seht es hier mit Gewinnen von mehr als 10% im Vorjahr, dann war sowohl das Durchschnittsergebnis als auch die Trefferquote im nächsten Jahr eher durchwachsen gewesen, während hingegen, wenn der DAX zum Beispiel um mehr als 10% verloren hat, dann war er doch wesentlich stärker unterwegs hier mit 80% und 12% Durchschnittsrendite. Das bedeutet, die sehr positive Entwicklung, die wir 2023 gesehen haben, ist ein bisschen eine Bürde für 2024. Ich habe sie noch mal etwas deutlicher aufgesplittet bei Indexradar. Wenn sich der DAX, wenn der DAX im Vorjahr um mehr als 15% gestiegen ist, wie ging es denn eigentlich im nächsten Jahr weiter? Und Sie sehen es in der jüngeren Vergangenheit, war da nicht ganz so viel zu holen gewesen. Ne? 3% ungefähr legte er dann im nächsten Jahr zu. 2022 ging es auch mal ein bisschen nach unten.
Auch das spricht so ein bisschen dafür, Vorsicht, nicht zu viel erwarten, was 2024 angeht. Insbesondere die ersten Monate werden durchwachsen werden. Und auch nochmal hier schön ausgerechnet von uns auch die Durchschnittsperformance des DAX in US-Wahljahren seit 1996. Also ich weiß nicht, wer sowas berechnen kann. Wir haben es jetzt tatsächlich geschafft, dass wir jetzt auch den Präsidentschaftszyklus anwenden können auf den DAX. Und auch hier seht ihr, ein zähes Börsenjahr, ein typisches Wahljahr ist beim DAX sehr durchwachsen. Hier fließt natürlich so ein bisschen der Corona-Crash mit rein, aber so grundsätzlich haben wir hier tatsächlich auch in der zweiten Jahreshälfte nur wirklich in den letzten Wochen bzw. 2 Monaten des Jahres eine stärkere Aufwärtsbewegung beim DAX. Ansonsten zyklische Tiefpunkte so kurz vor der Wahl und nochmal so zum Ende des ersten Quartals. Ansonsten läuft das eher seitwärts. Also auch das typische Wahljahresmuster beim DAX ist doch eher mal etwas schwieriger. Ja, ich hoffe, der Mehrwert hier dieser Grafik wird deutlich. Jetzt gucke ich mal eben noch hier in die Fragebox rein. Zur Santa Claus Welt, haben wir außerdem eigentlich nie jemand T-Wert? Hier steht, müsste doch der Körperflieger darauf antworten. Wie dünn die Evidenz ist. Genau, ja, ist richtig. Das stimmt. Da wird häufig auch nicht drauf geschaut, eben, ja, wie viele Daten fließen tatsächlich ein, wenn man hier solche Phänomene wie Santa Claus Rally untersucht, wie groß ist eigentlich auch die Streuung zum Beispiel von entsprechenden Durchschnittswerten im Vergleich eben zur Gesamtheit der untersuchten Daten. Das sind halt dann so Zahlen, mit denen man sich beschäftigt, wenn man etwas tiefer und gerne sich mit statistischen Analysen auseinandersetzt. Aber ja, häufig wird das dann die Daten so herangezogen, wie man es gerade braucht und die dann auch entsprechend dem Leser präsentiert. Aber ja, die Fehlerquellen und sowas, die werden da nicht herausgearbeitet. Aber ja, das sind dann wirklich Feinheiten, mit der wir uns dann vielleicht mal in einem anderen Webinar beschäftigen müssen. Gehen wir mal zum DAX lieber rüber. DAX von der Technik her ebenfalls leicht positiv einzuschätzen. Ne? Gleich Ausgangslage, steigende 200-Tage-Linie und wir sind hier an der Oberseite angekommen. Dieses kleinen Trendkanälchens möchte ich es mal nennen. Ein Punkt, den ich euch mitgeben möchte, ist hier, der DAX hält sich zwar relativ gut hier bei 16.700 Punkten, aber schaut euch mal hier an, die Quote der DAX-Aktien, die ihren Monatsdurchschnitt behaupten, ist seit Mitte November von 100% auf knapp 50% gefallen. Das heißt, immer weniger Aktien halten den DAX oben. Eine ähnliche Entwicklung haben wir übrigens jetzt Anfang 2023 gesehen. Ihr seht es hier, da ging auch die Quote immer weiter nach unten und irgendwann haben wir hier dann im März einen auf die Mütze bekommen. Es könnte sich wiederholen. Das ist noch nicht zwingend gefährlich. Ja, solange die Indexschwergewichte robust sind, kann man hier davon ausgehen, dass der DAX sich stabil hält. Aber das Eis schmilzt so ein bisschen. Das möchte ich damit sagen. Und das Fundament der Rallye gerät ein wenig zumindest mal in Gefahr. Gleichwohl, ich sehe hier für den DAX 2024 zunächst einmal keine größeren Gefahren. Wir haben eine massive Haltezone hier im Bereich von 15.500 bis 16.000. Das ist die 200-Tage-Linie. Da liegen einige Wendepunkte. Das ist alles soweit wirklich sehr robust. Dann haben wir hier noch als weitere Auffanglinie die 14.700 bis 15.000. Auch das ist nochmal eine sehr stabile, robuste Unterstützungszone. Erst wenn wir unter 14.700 Punkte fallen, bekommt die mittelfristige Perspektive für den DAX doch etwas deutlichere negative Züge, vor allem, weil wir dann auch wieder unter der 200-Tage-Linie sind. Solange das nicht alles der Fall ist, bin ich eher mal verhalten optimistisch für den DAX, wobei verhalten optimistisch bedeutet eher mal weite Seitwärtsspanne, Kursbewegung zwischen 15.600 und vielleicht so 17.200, 17.300 Punkte. Maximalziel für den DAX stellt hier oben so ein bisschen die Region um rund 18.000, 18.300 Punkte dar. Denn wenn ihr euch das mal anschaut, es gibt hier im Wochenchart, aber auch im Monatschart eine sehr lange und etablierte obere Aufwärtstrendlinie, wo man alle Hochpunkte seit 2007 miteinander verbinden kann. Und wenn man die miteinander verbindet, dann kommt man hier eben zu dieser grün gestrichelten Aufwärtstrendlinie. Und die verläuft im Augenblick so im Bereich 18.000, steigt weiter an im Bereich 18.300 über das Frühjahr. Das ist für mich das maximale Kursziel für den DAX, das er vielleicht abarbeiten könnte. Aber da muss auch schon einiges Positive zusammenkommen. Und somit bleibt festzuhalten, DAX pendelt seitwärts 15.7 bis ungefähr 17.3, 17.4. Idealszenario 18.000, 18.200. Worst-Case-Szenario vorerst 14.5. Damit habe ich, glaube ich, mal alle wesentlichen Parameter für den DAX abgearbeitet. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir hier eher in einer Konsolidierungsbewegung uns
bis hinten. Wäre für das Seitwärts-Szenario interessant. Welche Scheine? Genau, sehr gute Frage. Kann ich auch direkt beantworten, denn ich habe hier natürlich auch ein entsprechendes Produkt mitgebracht für euch. Und das ist das hier, ein DAX Capped Bonus-Zertifikat. Und ich möchte das einfach auch nochmal allen wirklich so ein bisschen ans Herz legen und die Vorteile nochmal mitbringen. Es hat ein Cap bei 18.000 Punkten, eine Barriere bei 13.700, einen Abstand zur Barriere von 18% und eine Bonusrendite von 9%. Also man kann schon mal festhalten, die Bonusrendite von 9% liegt leicht über dem langjährigen Durchschnitt, was ich mit dem DAX verdiene. Das ist ja so Pi mal Daumen 7, 7,5%. Läuft bis Dezember 2024 und ich komme sogar ein bisschen günstiger rein, als es eigentlich der faire Wert wäre. Also es wird mit einem Abgeld gehandelt hier von 0,7%. Das ist jetzt nicht viel, aber wo ich nochmal darauf zu sprechen kommen möchte, ist hier die Barriere bei 13.700 Punkten. Holen wir jetzt nochmal den DAX-Chart zurück und ich möchte es nochmal ganz klar sagen, dieses Zertifikat mit der WKN DJ7 S8S, das ist hier nochmal auf der Seite der DZ Bank, das Bonus-Cap-Zertifikat auf den DAX mit der Barriere 13.700. Das steigt auf den Maximalwert von 180 Euro oder eben hier die Bonusschwelle, das Bonuslevel von 18.000 Punkten, wenn der DAX die Barriere von 13.700 Punkten bis zum Laufzeitende Mitte Dezember 2024 nicht berührt. 13.700 Punkte. 13.700 Punkte, wir holen mal eben nochmal den DAX-Chart zurück hier auf Wochenbasis, das ist hier diese Region. Das heißt, da setzt man einen ordentlichen Puffer hier auch zu den Umkehrpunkten, die wir 2023 ausgebildet haben. Es liegt sogar noch knapp unter dem Ausgang von vor 12 Monaten im Bereich 13.9, 14.000. Also erst wenn der DAX unter 13.700 Punkte fällt, ist der Bonusanspruch verloren und dann hält es sich, da verhält es sich letztlich wie ein Index- oder ETF-Zertifikat, ETF-Struktur. Das heißt also, der DAX kann hier tatsächlich diesen ganzen Bereich korrigieren. Ich habe dennoch Anspruch auf Auszahlung des Bonusniveaus, wie gesagt, Bonusschwelle hier oben an der 18.000. Das heißt also exakt hier an der oberen Begrenzung dieses langfristigen Aufwärtstrends. Das ist für mich eines der Zertifikate, die ich auch bei Indexradar wie auch bei Feingold Research als Basisinvestments zum Beispiel tätigen. Jetzt nicht genau zum Beispiel dieses Zertifikat, aber ähnliche Strukturen mit ähnlichen Parametern, weil ich ganz einfach hier im Vorteil bin. Selbst wenn wir hier eine breite Seitwärtskonsolidierung sehen und der DAX hier einfach seitwärts pendelt die nächste Zeit, dann freue ich mich, denn die Zeit spielt letztlich für mich. Und selbst wenn wir eine Korrektur sehen, wie gesagt, von maximal 18%, habe ich immer noch Anspruch auf Auszahlung des Bonusniveaus. Also von daher wirklich eine ganz interessante Sache. Das mal auf den DAX. Wir wollen natürlich noch weitergehen und ich habe hier natürlich auch noch eine Aktie des Webinars entsprechend mitgebracht. Die Zeit rast mir schon wieder davon. Es ist wie vergangenes Jahr. Ich habe euch die Commerzbank noch mitgebracht, denn ich finde auch die Commerzbank-Aktie interessant. Beste DAX-Aktie im Jahr 2024 bisher, kleiner Zwinker. Aber es gibt hier vor allen Dingen auch ein paar Gründe, die ich mal anführen möchte, wie ich ganz interessant finde. Auf der einen Seite, natürlich haben wir hier so ein bisschen das Risiko einer drohenden Rezession in Europa und auch natürlich in Deutschland, Stichwort viel hausgemacht vielleicht auch. Aber das würde natürlich die Gewinnentwicklung der Commerzbank ein bisschen schmälern und ja, nachlassende Kreditnachfrage so ein bisschen durchschlagen. Aber für all diejenigen, die jetzt davon ausgehen, dass wir nicht in eine scharfe Rezession abtauchen 2024 und sie auch schon ein bisschen eingepreist, dann ist die Commerzbank nämlich ganz interessant. Wir sehen hier 2024 wahrscheinlich Ausschüttungen. Aktienrückkauf könnte im ersten Quartal noch bekannt gegeben werden. Man munkelt so von 600 Millionen Euro. Die Ausschüttungsquote soll auf 70% des Jahresüberschusses steigen. Dann gibt es eben auch noch Dividende, die ebenfalls geplant ist, und zwar eine steigende Dividende. Dann die Hoffnung natürlich auch, dass ja, die Zinsen vielleicht noch ein bisschen höher bleiben und somit eben auch die Commerzbank entsprechend an den Krediten, den ausgegebenen Krediten entsprechend verdienen kann. Und da zusätzliches Zuckerl, was ich noch mitbringen, dass ja immer wieder auch Spekulationen es darüber gibt, wie geht es denn eigentlich weiter mit der Beteiligung des Bundes an der Commerzbank, die ist ja seit 2008, ist der Bund über den FMS-Stabilisierungsfonds mit rund 15,6% an der Commerzbank beteiligt. Und da gab es zuletzt eben Gerüchte, aufgrund eben der Zuspitzung der Haushaltslage, dass der Bund sich vielleicht doch von seiner Beteiligung trennen könnte und hier ein strategischer Investor einsteigt. Es geht ja immerhin hier um 2 Milliarden Euro.
Und ja, je nachdem könnte es hier eben so eine Teilübernahme geben. Kamen es entsprechende Gerüchte zumindest mal auf, wer könnte dieses Bund-Paket kaufen? Das sind so ein paar Faktoren, die finde ich ganz interessant und eben auch vor dem Hintergrund, dass die Zinsen vielleicht doch nicht so schnell nach unten gehen werden. Auch davon dürfte dann letztlich die Commerzbank profitieren. Und ihr seht es hier aus technischer Sicht. Ein schöner intakter Aufwärtstrend, steigende 200-Tage-Linie, steigende Serie von Hoch- und Tiefpunkten, trendstarke Aktie. Insgesamt alles soweit relativ gut sieht das aus, auch keine Überhitzung. Kurzfristig vielleicht ein bisschen überhitzt, da könnt ihr noch mal warten, wenn ihr so ein bisschen noch mal zurückkommt hier in den Bereich 11 bis 11,50 €. Aber dann ist so eine Commerzbank, finde ich, ganz spannend. Und das entsprechende Produkt, das ich euch mitgebracht habe, zeige ich euch gleich hier auf der Seite der Commerzbank, der DZ-Bank, Entschuldigung, geht es natürlich schneller. Das ist ein Discount-Optionsschein Long, DW5. S6T ist das mit einem Cap von 11 Euro und einem Basispreis von 9. Das ist natürlich ein bisschen spekulativer als jetzt ein Bonus- oder ein Bonus-Cap-Zertifikat, aber hat natürlich auch eine höhere Rendite. Denn sollte die Commerzbank-Aktie Ende, Mitte Juni 2024 über dem Cap von 11 Euro notieren, also dieses Kursniveau hier, was wir inzwischen schon deutlich hinter uns gelassen haben, dann gibt es immerhin eine ordentliche Rendite von 30%. Na, wenn ihr das mal umrechnet, 30% mit der Commerzbank-Aktie angesetzt hier auf das aktuelle Niveau nach oben hin abgespiegelt, dann müsste die mindestens bis gut 15 Euro steigen, damit ihr mit dem Direktinvestment in der Commerzbank-Aktie mehr erzielt hättet. Natürlich, klar, Discount-Call-Optionsschein unter dem Basispreis von 9 Euro verfällt der Schein zum Laufzeitende wertlos. Aber wenn es zwischenzeitlich darunter geht, dann ist das auch kein Problem, denn ihr bleibt weiterhin im Spiel. Es ist ja kein Knockout-Produkt. Ja, wo man eben dann ja letztlich die Wette verloren hat, sondern man erkauft sich hier auch entsprechend Zeit und die Commerzbank kann ja auch wieder zurückkommen. Aber wie gesagt, es ist auch kein wirklich aggressiver Discount-Optionsschein Long, denn wie gesagt, ist das Cap hier bei 11 Euro schon hinter uns. Das ist dieses Niveau hier. Also ich habe es auch ein bisschen tiefer angesetzt, sodass man hier nicht zu spekulativ unterwegs ist. Und wie gesagt, die Aktie ist gut reingekommen. Es gibt so ein paar fundamentale Gründe, die für weiter steigende Kurse sprechen. Also für meiner Meinung nach. Auch übrigens die gesamte Branche, schaut euch mal die Deutsche Bank Aktie an, auch ebenfalls sehr, sehr stark reingekommen. Da läuft schon noch was. So, dann gehe ich mal eben rein in die Präsentation nochmal. Genau, das ist hier der DAX Discount Option, der Commerzbank Discount Optionsschein Long. Dann haben wir auch den Bayer Mini Future, den habe ich euch Anfang Dezember mitgebracht im letzten Webinar. Da sind wir im Augenblick bei rund 30, 33% angekommen. Also ein ordentlicher Gewinn ist hier schon angelaufen, kann man nach wie vor halten. Ich bin doch davon überzeugt, Bayer dürfte hier den langfristigen Turnaround schaffen. Wenn ihr möchtet, bei dem Mini-Future hier mal ein Drittel rausnehmen am Gewinn, aber grundsätzlich gehe ich eigentlich davon aus, dass die Bayer-Aktie nach wie vor mittel- bis langfristig den Turnaround meistern sollte und somit eben auch hier der Einstiegszeitpunkt bei dem Bayer Mini-Future doch relativ gut gewesen ist. Also, das ist schon mal sehr schön und erfreulich angelaufen. Bei Platin, ja, ist noch nicht so richtig in Schwung gekommen. Ich hole hier gerade mal den Chart rein, da können wir hier auch einen Blick drauf werfen. Finde ich noch etwas enttäuschend, liegt vielleicht auch etwas daran, dass ja auch so die ganze Risk-On-Stimmung zuletzt nicht so ausgeprägt gewesen ist. Ihr seht es hier, das ist wieder etwas deutlicher zurückgekommen. Immerhin, wir sind hier Anfang Dezember so in dem Bereich von rund 920, $930 je fein uns eingestiegen. Das war ja dieser Platin-Trade gewesen, ist also noch leicht im Plus. Ihr seht es hier auch entsprechend. Das sieht soweit noch gut aus. Würde ich auch noch halten, weil wie gesagt, der Trade läuft eigentlich noch ein paar Tage, so bis Ende Januar. Bespreche ich dann nochmal Anfang Februar. Aber wer eben Gewinn ist und so ein bisschen kalte Füße bekommt mit plus 5 bis 7%, ist ja auch ganz okay, kann ja auch schon mal aussteigen. Ansonsten vielleicht einfach die Hälfte oder ein Drittel noch weiter halten. Ein bisschen hat es zumindest mal funktioniert. Von daher passt das auch soweit. Zwei erfolgreiche Trades. So können wir zumindest schon mal in das Jahr starten. Das sieht soweit ganz gut aus. Ich möchte noch zu sprechen kommen, kurz zumindest mal auf Gold. War ja auch mit bei im Thema gewesen. Ihr kennt so ein bisschen mich. Ich bin kein ausgewiesener Goldbulle. Das Thema ist hier natürlich, ja, die Zinsen müssen entsprechend runterkommen, damit eben dann auch hier entsprechend Gold positiv reagiert, denn sinkende Zinsen sind letztlich der Katalysator für Gold. Gold wirft ja eben keine Zinsen ab und auch bietet auch keine Dividenden bekanntermaßen. Das heißt, man profitiert hier nur von steigenden Goldkursen.
Trend ist insgesamt intakt, aber wir brauchen hier dringend den Ausbruch auf der Oberseite. Also über 2080, 2100 Dollar je Feinunze per Wochenschluss. Das ist die Vorgabe. Erst wenn das vorliegt, dann könnte hier nochmal so ein kleiner Move eben entsprechend reinkommen, der dann Gold auch nochmal in den Bereich 2150 bis 2200 Dollar je Feinunze führt. Aber wenn die Renditen jetzt wieder anziehen, dann wird sie auch Gold entsprechend schwierig haben. Oder die Alternative ist, wir sehen tatsächlich eine Rezession weltweit, eine leichte Rezession, auch dann wieder Flucht in sicheren Hafen. Davon dürfte dann Gold entsprechend profitieren, aber dafür muss dann auch entsprechend das geliefert werden. Bitcoin möchte ich auch noch darauf zu sprechen zu kommen, aus aktuellem Anlass. DZ-Bank bietet ja auch hier ein entsprechendes Partizipationszertifikat. Ich bin ja bekanntermaßen ein kleiner Bitcoin-Fan oder auch von Ethereum. 10. Januar, finale Entscheidungsfrist für den Antrag der ARK Innovation und 21 Shares für Spot-ETFs. Ich bin gespannt, ob die amerikanische Börsenaufsicht SEC hier grünes Licht liefern wird. Gehe davon aus, dass sie es macht. Es könnte hier so eine Sell-on-Good-News-Reaktion geben, aber ihr seht es hier, Bitcoin ist auch an die Oberseite dran gelaufen. Wer hier drin ist, vielleicht mal Teilgewinne mitnehmen, wenn wir dann am 10. Januar tatsächlich die gute Nachricht bekommen. Gleichwohl, ich bleibe mittel- bis langfristig für den Bitcoin und somit auch für 2024 wirklich optimistisch gestimmt. Vor allen Dingen hier der Halving-Termin, ich glaube am 17., 18. April. Das heißt also, die Entlohnung der Miner kommt dann nochmal auf die Tagesordnung. Und häufig ist es eben so, dass der Bitcoin danach dann nochmal wesentlich stärker zugelegt hat und in der Vergangenheit sogar immer Rekorde nochmal herausgenommen hat. Also auch ein Bitcoin von 60, 65.000 Dollar möchte ich für 2024 wirklich nicht ausschließen. Ich finde nach wie vor die Kryptowährungen sehr, sehr spannend und interessant. Jo, ich glaube, damit haben wir zumindest mal alle wichtigen Fragen abgearbeitet, die ich so gesehen habe. Ja, ich glaube, damit hätten wir das durch. Und die letzte Folie Sehr erkläre schön. ich schon. 5. Februar 2024, nächstes Big Picture. Dann lass doch noch mal die Kamera anmachen, Franz Georg. Bist gut in der Zeit geblieben. Ja, wie es weitergeht, sage ich dann gleich. Aber vielen Dank für den Überblick. Das Jahr ist noch jung. Wir müssen schauen, wohin die Reise geht. Aber innerhalb von 4 Wochen, und das freut mich immer, dass du alle 4 Wochen nahezu bei uns bist, gibt es ein Update. Und klar, nicht jeder Wert kann 20, 30, 40, 50% laufen, ist ja vom Hebel abhängig und birgt natürlich auch Risiken. Aber schön, umso schöner deswegen, dass du heute auch ein Anlageprodukt mitgebracht hast, auf den DAX-Bonus-Zertifikat, was man sich vielleicht auch alternativ reinlegen kann. Ich hole jetzt aber ganz kurz nochmal zum Abschluss meine letzte Folie oder meine letzten Folien auf den Schirm. Denn nächste Woche geht es dann weiter mit deinen Kollegen, schon weiter mit Nikolaus Saurens und Benjamin Feingold von Feingold Research mit dem Thema Märkte am Montag. Und da wird es natürlich auch immer aktuelle Themen geben, die wir aufgreifen oder die die beiden aufgreifen. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche einschalten würdet, wieder zur gewohnten Zeit um 19 Uhr. Und ja, ich kann einfach nur sagen, ich freue mich auf das nächste Webinar mit dir. Bis dahin gibt es wahrscheinlich dann auch oder gibt es einige an US-Zahlen von Unternehmen und da sind wir wieder ein Stück weiter vorgerutscht in 24. Bin gespannt. Ich hoffe, wir haben ein gutes Jahr und hoffentlich auch erfolgreich in puncto ja, Ertrag. Wäre schön. Das vergangene Jahr war ein bisschen schwierig, auch mit Cherrypicking und so weiter und so fort. Selbst wenn das Jahr gut gelaufen ist, man den Index nicht gehandelt hat, kann man trotzdem einigermaßen oder sehr stark schiefgelegen haben, wenn man vielleicht dann auch nicht die Big Seven sich rausgegriffen hat. Ansonsten, ja, hoffe ich, dass der Start ins neue Jahr mit dem Webinar gut gelungen ist, ihr einiges mitnehmen konntet und freue mich aufs nächste Mal. Franz Georg, einen schönen Abend. Gesundheit, weiterhin ein schönes Spart einen schönen Auftakt ins Jahr 2024 und wir gewöhnen uns schnell an die neue Zahl am Ende. Dankeschön, macht's gut, bis zum nächsten Macht's Mal. gut. Ciao, ciao. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.